Hallo, ich bin Wolfgang. Ich begebe mich mit Ihnen auf die Suche nach Dingen, von denen Sie noch gar nicht wussten, dass Sie sie schon immer wissen wollten. Zum Beispiel, wie funktioniert eine Wildwasserbahn? Oder wie erhält man einen Dschungel unter einer Glaskuppel am Leben? Heute frage ich, was die Voraussetzung ist, damit man sich im Urlaub rundum wohlfühlen kann. Urlaub ist eine Kunst für sich, die jeder auf ganz eigene Weise erlebt. Wir fragen die Leute hier in Sandford, was sie brauchen, um sich im Urlaub richtig wohlzufühlen. Hallo, entschuldigen Sie, eine Frage. Ja, was brauchen Sie, um sich im Urlaub richtig wohlzufühlen? Oh, was ich brauche? Also erstmal muss ich meine Familie natürlich bei mir haben und für die Familie ist es am wichtigsten, dass all die Dinge, die wir so fürs tägliche Leben brauchen, Einkaufen, Amüsement, der Strand und alles in der Nähe sind. Die See, das Meer. Eine gute Wohnung, Raum, sauber. Und ja, auch ein wenig komfortabel. Ne? Forschungen haben gezeigt, dass ein natürliches Umfeld positive Gefühle verstärkt und Stress reduziert. Das haben die meisten Leute hier bestätigt. Von der Farbe Grün erhalten wir nachweislich mehr Energie. Und das Ganze wollen wir jetzt mal näher untersuchen. Los geht's. Robert, Sie als Geschäftsführer des Parks Sandford wissen natürlich besser als jeder andere, wie man Leute in Urlaubsstimmung bringt. Jazeker, en dat hebben we gedaan door onze architecten de nieuwe cottages een volledig strand- en zeegevoel mee te geven. Heel veel licht, zodat onze gasten bij binnenkomst meteen een vakantiegevoel hebben en weten, ik ben aan het strand, ik ben in Zandvoort. Ja, je ziet het meteen bij binnenkomst. Alle drie de type cottages hebben geprobeerd de zee, de strand, de natuur, één gezamenlijke omgeving te laten zijn. Oh ja, dat stimmt. Ja, en dat zie je hier heel goed door het kleurgebruik. We hebben heel veel licht. We hebben het zeegroen. We hebben de details als kussens met zee erop. Dus het is gewoon echt een joyful beach. Dat is echt het thema van deze cottage. Mm-hmm. Oh, und das Gänsespiel im Esstisch, das gefällt mir aber besonders gut. Also Spiele spielen ist für mich ganz wichtig im Urlaub. Also dieses Zimmer hier ist ja auch sehr schön. Das Holz sorgt für eine natürliche Ausstrahlung. Ja, zeker. Dit is de cottage met als thema de Fisherman's Hut. En voor de achterwand hebben we drijfhout, gebleekt drijfhout gebruikt. Ja, dat geeft echt het gevoel dat je op het strand bent en dat je in een Fisherman's Hut zit. En daardoor wordt deze cottage ook echt onderdeel van de regio. Mm-hmm. Ja, daar fühle ich mich gleich wie een matroze. Dan bekomme ich richtig Lust auf Fisch. Vis eten gesproken, dat kan natuurlijk straks in onze vernieuwde Markerdoom. Ik heb hier wat tekeningen en deze Markerdoom wordt echt anders dan de gewone Centerparks Markerdoom. Het wordt geen tropische jungle, het wordt heel veel groen, maar samen met natuurlijke materialen. Je ziet hier het hout, wat we ook gebruiken in deze cottage, om echt een beach resort gevoel te geven. Zodat eigenlijk wanneer je hier ook bent, het hele jaar rond altijd een strandgevoel hebt. Das hört sich sehr gut an, das kann ich mir gut vorstellen. Das ganze Jahr über Strandurlaub, das muss toll sein. Ja, nou wacht mal, tot je ons hotel ziet, want dat ligt echt met zijn voeten in het strand. Ik zal even een collega appen, die kan je dat even laten zien. Oh, was für ein Ausblick. Also, ich habe ja schon davon gesprochen, dass man zur Ruhe kommen will, aber das hier ist ja wirklich unglaublich, es ist großartig. Ja, hier hat man vom Aufwachen bis zum Schlafen gehen und auch sogar nachts ein echtes Strandgefühl. Ja, man kommt hier so richtig in Zen-Stimmung. Ja, interessant, dass Ihnen das auffällt. Unsere Innenarchitekten sind der Meinung, dass die Arbeit hat dieselbe Effekte wie Yoga. Es sollte Raum zum Atmen bieten, wodurch die Gäste zur Ruhe lassen kommen. Durch den Lichteinfall, die hellen Farben, die Verwendung von viel Treibholz und den atemberaubenden Ausblick haben die neuen Ferienhäuser eine Atmosphäre von Meer und Strand. Also so schnell war ich noch nie in Urlaubsstimmung. Wir haben die Sache unter die Lupe genommen. Aber es bleibt spannend, denn als nächstes will ich herausfinden, wie eine Wildwasserbahn bei Centerparks funktioniert. Also schauen Sie mal wieder rein. Auf Wiedersehen.